Wollt wo? Was führt euch heute zu Balimond? Ein fauler Taugenichts, oder? Er schickt euch hier runter, wenn ich nur einen Steinwurf von der Festung entfernt bin? Hier ist das Schwert. Sagt Harald, er soll die Mauern ganz lassen, dann bleibt auch sein Schwert in besserem Zustand. Denkt daran, es müssen echte Feuersalze sein. Die Schmiede erkennt den Unterschied. Der Geruch. Ihr wünscht zu tun, was ich tue. Sehr gut. Wenn es nicht um offizielle Angelegenheiten geht, vergeudet ihr meine Zeit. Das hat ja ganz schön gedauert. Hier bitte, für eure Umstände. Bis zum nächsten Mal. Grüße, geschätzt. Alles, was ich in der Auslage habe. Passt auf euch auf, Landläufer. Ja, ihr seid zurück. Was habt ihr herausgefunden? Willkommen. Erlaubt mir, euch den Schwarzdornmet zu empfehlen. Wir servieren hier nur das Beste. Schwarzdornmet zum Beispiel. Hättet ihr gern welchen? Es ist eine absolute Freude, für sie zu arbeiten. Ich habe fast schon ein schlechtes Gewissen, mich von ihr bezahlen zu lassen. Erst letzte Woche habe ich zu meinem Arbeiterkollegen in der Brauerei gesagt, wie glücklich wir uns schätzen können, für eine so wohltätige Familie zu arbeiten. Also hört zu, wenn mich irgendjemand dabei erwischt, wie ich irgendetwas Schlechtes über die Brauerei oder die Familie sage, bin ich ein toter Mann. Ich bin schon die vierte Person, die im laufenden Jahr an der Verkostungstheke arbeitet. Die letzten drei liegen am Boden des Honrichsees. Hört auf meinen Rat und verschwindet aus Rifton, so schnell ihr nur irgend könnt. Lady Maven hat ihr Geheimrezept zur Herstellung von Schwarzdornmet in den vergangenen Jahrzehnten entwickelt. Sie verwendet eine streng geheime Mischung aus Gewürzen und frischem Honig von Gut Goldenglanz. Dazu ganz besondere Fässer, in denen der Met reift, bis er seinen vollmundigen Geschmack erreicht. Bei uns schmeckt der letzte Schluck aus der Flasche genauso gut wie der erste. Mist. Bitte entschuldigt. Ich kann das wirklich nicht besonders gut. Bitte, ihr werdet Maven doch nichts sagen, oder? Ich habe wochenlang geübt, um das hinzubekommen. Wenn sie sieht, wie dumm ich mich anstelle, wird sie mich loswerden wollen. Mich entlassen? Ja, natürlich. Das meinte ich auch. Kommt zurück und schaut mal wieder vorbei.
Willkommen. Erlaubt mir, euch den Schwarzdornmet zu empfehlen. Das edelste Gebräu in ganz Himmelsrand. Ihr seid neu in der Stadt, was? Ganz sicher zum Angeln hier. Der Beste von ganz Rifthorn. Mir gehört die Fischerei von Rifthorn. Hab mit nur einer Angelrute angefangen. Heute gehören mir ein ganzes Gebäude und zwei Schiffe. Nicht schlecht für einen Nord im mittleren Alter, was? Es ist nur schade, dass mein Versuch, diese Stadt aus der Armut zu retten, nicht genauso erfolgreich war. Nivenor glaubt, ich verschwende nur meine Zeit, aber ich bin da anderer Meinung. Ich verkaufe meinen Fang in weiten Teilen von Himmelsrand. Für mich ist er sein Gewicht in Gold wert. Nur den Markt von Markart habe ich noch nicht erschlossen. Ich habe aber gehört, dass Klepper im Gasthaus Silberblut interessiert sein könnte. Falls ihr auf dem Weg dorthin seid, würde ich es zu schätzen wissen, wenn ihr eine Kaufvereinbarung für mich abliefern könntet. Natürlich gegen Bezahlung. Gut. Klepper wird euch bezahlen, wenn ihr ihm den Brief übergebt. Hier ist er. Ich schätze, irgendjemand muss es ja tun. Habt ihr gesehen, in welchem Zustand sich diese sogenannte Stadt befindet? Bettler durchstreifen die Straßen, das Verbrechen grassiert und der drohende Krieg vertreibt die Geschäftsleute. Die paar Münzen, die ich in die Spendenbüchse des Tempels werfe, sind das Mindeste, was ich tun kann, um zu helfen. Nivenor ist meine Frau. Wie mir jemals ein so wunderschönes Wesen begegnen konnte, ist eines der großen Mysterien des Lebens. Wir sind geteilter Meinung, was meine Wohltätigkeit angeht. Sie sagt, die Leute in dieser Stadt seien faul geworden und würden sich auf die Almosen verlassen. Ich versuche, sie in meine Lektionen von Mara mal drüben im Tempel von Mara mit einzubeziehen. Aber sie geht lieber einkaufen. Jedem das Seine, was? Vergesst nicht, im Tempel zu spenden. Wenn ihr irgendetwas habt, das ihr zu einem fairen Preis verkaufen wollt, mir gehört der verpfändete Pfifferling drüben beim Markt. Ja, was wollt ihr? Wenn es um die Brauerei geht, können wir uns später unterhalten. Ihr seht aus, als könntet ihr ein Getränk vertragen. Wie wäre es mit einem günstigen Met? Ich verkaufe den besten Met der Stadt zu einem günstigen Preis. Interessiert? Natürlich.
Wie sollte ich sonst die guten Sachen so billig anbieten können? Glaubt ihr, Maven hat etwas zu verschenken? Gut, dass sie so viel Geld verdient. Da fällt es